Leute, das ist das erste Format von Völlerei mit Ei, jetzt in Real Life. Wir nehmen euch aus dem Podcast mit vor Ort und wir fressen uns heute hier einmal über die gesamte Internorga. Mit dabei Philipp Zitterbart, Anton Behnke. Und ihr kennt ihn vielleicht alle noch, vielleicht eure Eltern. Er ist ein bisschen älter, ich gebe es zu, aber vielleicht von dem guten alten Wetter MTV oder auch MTV, wie wir coolen Kids sagen. Aber vielleicht kennt ihr ihn auch aus diesem Clip. Drei. Patrice! Wir fangen einfach gleich an, auf geht's. Attacke! Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, denn die hier haben alle noch nicht gefrühstückt. Wir sind ein bisschen knapp bei Kasse aktuell und deswegen müssen wir uns einfach darauf verlassen, dass hier viel umsonst ist. Wir freuen uns aber nicht. Ja. Ich besorge für Anton das Frühstück, Anton besorgt für Philipp das Frühstück, Philipp besorgt für Patrice das Frühstück und Patrice besorgt erst für mich das Frühstück. Und wir treffen uns in, ich sag mal, 15 Minuten hier. 15? Fünf Minuten. Ja, Maximum. Ja. So, okay. Möglichst süß wäre geil. Also mein Plan ist, dass Anton innerhalb von wenigen Sekunden an einem Zuckerschock hier zusammenbricht. Denn er ist meistens sehr aufgeregt. Und ich glaube, wir können es noch ein bisschen steigern. Vielen Dank. Danke sehr. Jetzt brauchen wir noch irgendwas zu trinken. Anton, brauchst gerne ein bisschen stärker am frühen Morgen. Du entscheidest, Michel. Jägermeister Red Bull oder Hula Hirsch? Hula Hirsch. Das darf gerne ein bisschen stärker sein. Ne? Also der Kollege, der braucht es am frühen Morgen. Perfekt. Anton, der mag gar nicht so gerne Fleisch, deswegen nehmen wir einfach noch so einen kleinen Burger mit, wenn das geht. So. Da freut er sich. Okay, alles klar, wir haben's. Ja. Anton, das ist für dich. Ich habe dir einen kleinen Drink vorbereitet. Ich weiß schon, du Arschloch, das ist ganz schlimm. Also erstmal hier, das ist eine süße Brezel. Und dann habe ich hier noch so Cappuccino Full Service. Ja, danke dir. Wer hat jetzt meins besorgt? Ich. Ja, wir haben hier einen Donut, auf dem alles irgendwas Salziges. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir hier so ein Wrap frittiert und gebacken. Guck mal, ein Menü. Veganen Burger und ein Käse. So, und du hast den Joker. Weil ich hab was ist das? Das ist ein Donut mit einer kleinen Chipotle. Ein Kilo oben drauf ist ein mexikanisches Gewürz, eine Mozzarella und ein Taco. Und ich weiß, du magst so deine Canapés und Pralinchen. Ja. Also habe ich dir gerade vom Feinkost noch ein paar Pralinchen mitgenommen. Und was ist da drin? Ich habe keine Ahnung, ich habe Eierlikör oder sowas. Naja, Prost würde ich sagen. Ja, Prost. Scheiße, ich zitter jetzt schon. Ja, ich habe eine Kreation. Das musst du aufessen. Das musst du aufessen. Siehst du, ich war echt der Netteste hier. Du warst wirklich der Netteste. Na jedenfalls, wir sind gestärkt. Wir gehen einfach mal jetzt ein bisschen mit euch über die Messe. Ja, nicht so viel quatschen die ganze Zeit. Essen. Tackle. Wir sind zum Essen hier. Fähnchen dürfen wir alle behalten hier. Also allein dafür lohnt sich die Messe schon. Eine schöne Präsentation, tatsächlich. Von wem reden Sie? Ach so. Ja. Michel, du musst einfach irgendwie mir ein Zeichen geben, wenn du auch mal was essen willst, ne? Der arme Kerl kriegt ja gar nichts. Du hast mein Bissen. Komm her. Komm her, bitte. Das ist wirklich lecker. Ja, das ist wirklich lecker. Ich finde es fantastisch, dass jeder Stand hier so ein geheimes Bierfach hat. Gestern auch schon wollte ein Bier. Jeder hat hier sein Bier. Tschüss. Prost! Eine Hummusverkostung. Wenn ihr einfach in die Kamera lächeln könntet, kurz nicken, wir laufen weiter. Die Leute haben sich verliebt, wir brauchen irgendwas Frittiertes, glaube ich, sonst wird das hier nicht. Lecker, oder? Oh. Darf ich das noch mitnehmen kurz? Ja, nehmen wir. Also, wir haben feinste Macarons. Und ich würde sagen, Patrice fängt mit dem ersten an. Der Lila, ne? Ja. Framboise. Erdbeere? Hm. Hier, Framboise und Himbeere. Ich spreche kein Französisch. Ach so. Ist dem ja eine Framboise? Hey, das ist unfair. Auf jetzt. Mango. Er sagt Mango, ist das richtig? Zitrone. Ja! Mango und Zitrone! Immer noch. Du musst jetzt in 3, 2, 1 und es ist Toffee-Karamell. Yay! Ja. Der erste Gewinner. Ja. Also auf jeden Fall Pistazie. Pistazie? Jawohl. Leute, wollt ihr? Thomas. Anton? Ja. Bist du bereit für den New York Roll? Ja. Oh. Ah, mon ami. Bridor, j'adore. Hey, Bridor, j'adore. Wir haben den ersten Zuckerschock hier auf der Messe zu vermelden. Anton Binge geht gerade nicht so gut. Anton, was passiert ist? Sogar ein Herzchen vor. Remoulade oben drauf. Remoulade, Kräuterremoulade.
Aber die Kenner kennen das natürlich unter dem Begriff Tankstellenfasan. Und? Wir kennen das nicht. Ein kleines Hüngerchen unterwegs. Es wird erstmal zur kleinen rotierenden Bratwurst gegriffen. Käsebällchen? Da war auch Karamell drin. Was? Karamell? Kann ich so süß haben. Entschuldigung? Also Käse, aber süß. Süß. Karamellkern. Hallo, und ich? Ja. Was ist das, Marillenknödel? Nee, Käse. Doch, kann schon sein, Quarkknödel. Da hinten sehen wir Heiko Antoniewicz, genannt der Professor in der Kochszene. Denn der Mann hat irgendwann gesagt, Sterne-Restaurant, lass ich alles liegen. Ich gucke nur noch, wie irgendwas sehr gut, sehr schnell funktioniert. Das kann ich sehr, sehr gut nachmachen. Dass wir diesen Spaß mit den Melonen gemacht haben. Mein Paprika-Honig-Rezept und meine gerillte Wassermelone. Hier wurde gerade gekocht nach Antons Rezept, das ist ganz klar, logischerweise. So, wir gehen weiter. Das gilt aber hier für die gesamte Messe. Also wenn eure Gesichter auf dem Bild raus sind, ihr habt keinen Anspruch auf Schadensersatz, es tut uns leid. Super crunchy. Ist tatsächlich crunchy. Anton, super crunchy. Wow. Crunchy, ne? Wow. Eier. Das sind die Burger King Pommes. Nee. Burger King wird genau so eine Pommes. Das ist ja krass. Burger King, mein Lieben. Ja. Ich glaube, wir müssen aber mit der Löffel runter. Was ist das denn? Rein. Was ist das? Tomaten-Panna-Cotta? Dessert. Panna-Cotta with cherry tomato-marco. Tomaten-Panna-Cotta. Ich glaube, wir müssen uns hier erst ein bisschen rauskämpfen, denn es wird immer voller und voller. Und ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen Aktivität für die ganze Gruppe. Wir haben hier schon einiges gegessen und wir müssen es ein bisschen abtrainieren. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen bowlen. Irgendwo, ich weiß nicht, wo. Irgendwo geht das. Wir versuchen jetzt hier einfach durchzugehen. Es ist sehr wichtig, dass man währenddessen keine Mastercard vom Metro bekommt oder ein Rolling Pin. Wir versuchen immer irgendwas aufs Bein zu binden. Einfach durchlaufen. Ihr werdet alle in Schulden enden. Ich sag, wie es ist. Philipp hat eine Mastercard. Das wird spannend. Hier kann sich jetzt jeder mal eine aussuchen. Geil. Geh mal rein in die Zauberkugel. Ja. Da vorne können wir Kidsboxen machen. Aber wenn ihr auch ihr Bock habt, Kindern mal ordentlich einen in die Fresse mitzugeben, aufzulachen, wir müssen es authentisch rüberbringen. Pizza! Das ist der Pizza. Du hast was mit ihm? Ja? Oh, okay, yes. Moment. Danke. Anton! Ja? Für mehr nice Pizza-Content. Wir haben ja alle Rezepte auch auf YouTube online. Aber ansonsten gehen wir weiter zu Zora. Die wartet nämlich schon. Ich glaube, hier ist schon eine halbe Stunde. Kannst du mal anfangen, Mama, damit? Wie geht's dir? Gut. Hallo. Hallo. Ja. Hier kann man gleich mehrere Waffeln auf einmal machen. Damit seid ihr der König in jeder Aula. Ich spreche für dich, Susanne. Hier kannst du gleich zwei Waffeln für die Kinder gleichzeitig backen. Oder auch vier. Alle Kinder sind glücklich bei der nächsten Klassenfahrt. Da drüben ist Herr Schneider. Herr Schneider, Hallöchen. Mein Mentor Max, das ist der Chef von meinem Mentor Max, bei dem ich sehr, sehr viel trainiert habe in der Landwirtschaft und Rentenbank. Aus Frankfurt, aus meiner Heimat. Schön, dass ihr da seid. Mega schön, dich zu sehen. Und das hier, kennst du das hier? Kennst du das? Muskatnuss. Nein. Gut, gut. Aber das hier, einfach irgendwas reinmachen, Pfeffer oder sonstiges. Zack, zack. Und ihr könnt hier quasi einfach so alles reiben, was ihr wollt. Wir sind hier jetzt gerade inmitten eines kulinarischen Schmelztiegels über drüben. Ghost Food, einer der bekanntesten Delikatessen und Food-Lieferanten für die Gastro-Szene. Und hier drüben mein Partner Dick, sprich die Messer, die immer beim Essen. Und wir müssen ja dieser ganzen Geschichte auch mal ein Gesicht geben. Sprich, das hier sind alles die Menschen von Dick, die verstecken sich aber gerade nur, weil sie ein bisschen scheu sind. Stimmt.
bis zu 12 Meter sind meine Stangen im Moment. Kannst du das ausfahren, ne? Ah ja! Das ist nur zum Staubwischen, nicht zum anständigen Sachen. Wenn Sie wissen, was der alles an Staub mit sich trägt. Willst du das große oder kleine Löffelchen sein? Darf ich das große sein? Ich hatte diesen Traum. Wir sind auf einer Messe mit viel. Ach so, sorry. Ordnung muss sein. Und damit endet Teil 1 von der Internorga. Und wir machen nächste Woche weiter mit Teil 2 der Internorga. Cheers. Cheers. Tschüss.